Um den Abend am 22. Januar 1500 saßen dadurch kleine dunkle Wolken am Himmel ab. Ein Münster ward Johann von Leuden dort gemerkt. Am nächsten Sonntag, den 23. Januar, aus der Messe Samarias zu einging, wo man nur gewöhnlich dort falsch anred, hat er eine Stadt eine Predigt bekannt gemerkt, dort hat sein Amt handelt und dort hat die Kirche verleiht. Hei raubt mich, so klingt seine Stamm fast von der Konzel. Ich wüsste dort allang, dass der Meister mich raubt, weil's hei as allang dur, hei käme nur Wittmer som und checkt an so harten Trürig an. Stu ab, so raubt seine Stamm, ich hab geheilt, so aus der Blinge Bartimaeus und raubt, Jesus erbarm die Eva mich, und wenn sie mich wollen stellmerken, dann käme ein stammet Geschrech, noch Lüder uit meine Lappen. Erbarm die Eva mich, und nu will sie ganz deutlich eine Stamm hier, die du sagst, hei raubt die, kann ich dann noch länger an der Kont weich sitzen bleiben? Hei raubt die, an diesem Tag leih ich mein Priesterkleid auf und falsch meinen Herrn, hier sieh ich. Der Meister ist du und raubt die. Mit dieser Wied kam Martha und Maria. So eine Wied hier die Blinge Bartimaeus. Das raubt Jettuk an die Menschen vom 3. Jahrtausend. Wie wollten die dort, dass Jesus du ist, wie hören seine Botschaften und seinen Berieren? Wie kennen viele biblische Sprecher? Aber haben wir dort verstanden, dass einer sich anstrengen muss, und dort einer mal abstunnen. Dort Problem vom 3. Jahrtausend erst nicht, dort wie nicht weiten. Aber dort erst dort nicht gedunnen wird. Viele blieben blind, will's sei nicht abstunnen, wann heraub. Viele blieben arm, wann sei auch noch seine Einladung, nur seine Polosten von Schatz erhieren. Viele blieben unen getreust, an erlieden, bloß wehen sie sich arm nicht anvertrühen, wann sie hören. Hei raubt die. So raubt Jesus Christus seine Botschafter. Wärst du an die Blindheit in Armut blieben? Mano nimmt sich sein Buweikleid auf und jenk. Hüsrut in Beka, wo er sich taub gespart hat worden, all am Ferienabend an einen haltenden Kosten angepackt, und nur dem Heimerach gejeten hat, verleiht der Fuhr mit Männer taub dort darb. Dort leben von einem katholischen Priester wie aufgeschlossen. Nu fängt ein Leben an, wo er ein Fremder in Wandra wird. Männer wird ganz genervt, wird nur am Lüd, aber vor dem Herrn wie er nu für alles reut. Von nu wieder verschwankt er uit der Augen von den allgemeinen Menschen, wird die Macht haben, und denkt, so ist es von dir gesagt wird, an den Untergrund, bat an seinen Tod. Adelige Tiet lebt er an der Jähen von Leierworden in Luther Begröningen dran. Am Anfang sagt er allein zu seinen, so aus Solis nur seine Bekehrung, so muss auch Mano eine Wildnis durchgehen, um sich vor den Deins reit merken lassen. Wenn er an der Tiet auch noch an keinen Deins dacht, er dacht bloß an den Herrn. Und dort Jahr hat er viel am Wort gesagt und nur gesagt. Dort fahr ja für Jink, und dann kam der Sommer. Er lebt bei seinen Freund und dort Hüs von den Jonsbrüder. Um Tidig Smarius vor Sonnabgang stund er ab, bet, saß sich um der Stuhl und schreif so lang, bat er von seinen Jastgeber zu frühstück geraubt ward. Du hänge Jinket an der alldächsche Hüsarbeit. Und diese Tid fang er an, sind vom Jes angegiftet Wort zu schreiben, dort an viele Sprechen als übersät worden, und dort wird die Schrift. Gedanken zu den 25. Zoll. Diesen Schatz von christlichen Gedichten kann einer Frau besiegt Augustinus sein Bekenntnis ab dort Bekerschop stahlen.
So ist dit von meiner Simon dort bescheiden unterschrieben. Ich habe versucht, dit in eine Gebetsform auszudrücken, nicht mit Wert von menschlicher Weisheit, und nur die Regel von Redkunst und Selbstverständnis, aber mit einfacher Wert, wird aus mein Hort kommen. Wenn ich an irgendein Verhältnis ehren soll, wird ich durch Gott sie nicht nur überhaupt, dort es nicht so ist, dann freue ich einen jeden um dem Herrn, sind holfen, wann he soll deuper Schriftgrund in eine stärkere Wahrheit haben, dort he mir durch bräuterliche Vermohnung in Trachtwiesen zu Help kommen macht, so dort ich mich an meine Säule nicht beschämt fallen darf. An dort Buch merkt man seine Kenntnis über Gott und Christus den Radar klar. He redt von echte Bekehrung, von der Dope, vom Herrn sein Aufenthalt, an seine Betrachtungen es wenig Theologie. Sie bringen noch keine neue originale Gedeihen. Aber die ganze Schrift ist von der Bibel in den Helden Jesu durchgedrungen. Dort merkt den Eindruck, dass er sich mit biblischer Wert offenbaren will. Und dort er auch keine eigene Wert hat. Dort ist auch gleich undenkbar, weil es dort ganze Jahr 1536 hat man noch jede Minute, was er frei hat, über genommen zum den biblischen Tags studieren. He dacht und bet und red diesen Tags ut. He deit büße so aus David. He preist Gott seine Barmherzigkeit so aus Petrus. He prachert für Verjährung für seine Feind so aus Stephanus. Und seh die Welt auf so aus Johannes. An einen Zuwes im August, in das selbe Jahr 1536, aus der Sonne all hängen die Bäume auf den Stab verschwung, klappt irgendwer an der von der Jonsens ihr Haus, wo man noch wohnen darf. Der Hauswirt schmückte der ab, und auf der Schwall kam ein Mann ab, der man noch anbekannt wird. Aber nur einen friedvollen Raub von Elke weiß man noch, dass es ein Bruder wird, und man noch begrüßt haben. Dort wir Abbe Philipp von Leo worden. Nachdem sie sich kalt vergestellt hatten, sahen die Männer sich um den Stuhl. Und dann kam der Hausherr, Hermann Jones, auch all von der Stab. Und Elke mög ein einfaches Ofenkost reit. Männer und Abbe reden begeistert über die Bibel. Dort erste reden sie über das Ofenmahl, aber bald kämen sie auch bei der Frau über die Daub. Dort wir ein gefährlicher Thema. Ein Abbe versucht mit Versicht, Männer seine Ansicht darüber zu kriegen. Abbe wie ein von den geheimen Führern von den verstreuten Däupern in Friesland.